Shalom Aleichem. Heute also der fünfte Schöpfungstag, die fünfte Sphira, Hod, auch genannt Pracht, Glanz, auch Dank. Und wie immer schauen wir erstmal ein bisschen auf den Text der Tora. Also dieses erste Gotteswort. Bei euch Meir Elohim, Yishrutzu Hamayim, Sheretz Nefesh Chaya. Und es geht noch weiter, das ist erstmal der erste Teil, also dieses Sheretz Nefesh Chaya. Also die Wasser, die Maim sollen wimmeln. Sheretz, dieses Wort, sich regen, es wimmeln voll von eben diesen Nefesh Chaya. Also es sind erstmal gar nicht das Wort Fische genannt, wie man vielleicht denken würde, sondern die Nefesh, die Seele, diese leibliche Seite der Seele in ihrer Lebendigkeit, in ihrem Chaya, Chaya. Und was danach folgt, die Vögel, wird, wenn man genauer sich den Text anguckt, auch sehr eigentlich merkwürdig, bemerkenswert ausgedrückt. Das dann dürfte ungefähr sein, Wa'of Ya'ofaf Al-Horetz Alpenei Rekia Hashomai. Also, und Vogel fliege über der Erde, auf der Erde, über oder am Angesicht der Rakia des Himmels, der Himmel. Also, Alpenei Rakia Hashomai. Also, an der Oberfläche der Feste der Himmel. Also, vor allem, weil eigentlich alle schon eher oberhalb bedeutet. Natürlich kann es auch anbedeuten, aber es wird dann auch so gedeutet, dass eben damit angedeutet wird, dass oberhalb der Rakia, also eigentlich in den oberen Wassern, oder doch zumindest mit Richtung zu diesen oberen Wassern, diese Vogelseite der Tiere des fünften Tages gemeint sind, dass also beide Wasser, die Wasser des zweiten Tages, wie sie gespalten sind in das Ober der Rakia und das Unter der Rakia, wie das beides mit Leben erfüllt wird. Zunächst eben das Untere, das, die Wasser, die auch wirklich dann als Wasser genannt werden an diesem fünften Tag, und eben die unteren Wasser dann meinen, das sind eben das, was man später dann als Fische bezeichnen würde, aber zunächst einmal wird eben das Wort gar nicht benutzt, sondern es wird einfach das wimmelnde, lebendig-seelische genannt. Und bei dem anderen wird auch nicht, also bei dem im oberen Wasser oder im Himmel, das Leben, das wird auch nicht als Vögel mit dem üblichen Wort benannt, das wäre eigentlich eher sowas wie Zippor, und stattdessen wird eben dieses Wort Of genannt, was eher von dem Wort Fliegen, Ya'of, also das, was dann auch direkt kommt, Ya'ofaf, das ist eben dieses Fliegen im Sinne von Flattern, wahrscheinlich die Wurzel so ungefähr von Flattern wirklich, also die flatterische Flattern oberhalb der Erde oder an der Erde, auf der Erde. Also wenn man sagt Al-Ha'oretz, in sehr, sehr vielen Formulierungen ist damit einfach gemeint auf der Erde direkt stehen, zum Beispiel herrscht im Himmel Bashomaim Al-Ha'oretz und auf der Erde. Damit ist dann schon wirklich gemeint direkt auf der Erde. So könnte man auch hier sagen, komischerweise sozusagen werden diese Flügel habenden Wesen, also die Vögel, die sogenannten, auf der Erde genannt. Also sie fliegen auf der Erde, sie flattern auf der Erde. Und dann noch diese komische Formulierung, Alpenei Rakia Hashomayim. Also an der Penei, und wir haben schon gesagt, Gesicht, Angesicht, Oberfläche, aber auch das Innere kommt von derselben Wurzel. So wie sich im Gesicht das Innere ausdrückt. Also eigentlich, wenn man genau den Wortlaut dieses ersten Verses, dieses Gotteswortes am fünften Tag anschaut, muss man sich schon fragen, was wird da wirklich beschrieben? Natürlich, äußerlich kann man es dann schon so übersetzen, wie es die gängigen Traditionen tun, als eine Art mythische Beschreibung, wie Leben in der Luft und Leben im Wasser entsteht. Aber
tiefere Sichtweisen weisen dann darauf hin, dass alles, was dort beschrieben wird, wie auch an den anderen Tagen natürlich, in erster Linie geistige Wesenheiten beschreibt und geistige Verhältnisse und eigentlich sozusagen die geistige Urlandschaft, aus der dann erst auf einer ganz viel tieferen Ebene der Materialisierung oder dichteren Ebene der Materialisierung auch wirklich die ganz handfeste äußere physische Realität sich speist, sich schöpft. Das, was dort nun mal so beschrieben wird, ist etwas, was man zum Beispiel auch in jedem Menschen Seelengefüge, sagen wir mal, antreffen kann. An anderer Stelle in diesen Monologen, noch etwas vor dieser Reihe zu der Siebenheit, war, glaube ich, schon mal die Rede von dieses Aufgespanntsein der Seele, den Neshama, dieser göttliche Teil der Seele sozusagen, das immer im Himmel bleibt, in gewissem Sinne, bei Gott immer ist. Und das körpernächste Element der Seele, nämlich diese Nefesh, die Leibseele, wie es auch übersetzt wird manchmal, das ist eben das direkt hier im Körper, das, was den Körper, den physischen Körper wirklich belebt, mit dem Leben versieht. Und dazwischen, zwischen Neshama bei Gott im Himmel und hier auf der Erde Nefesh, ist eben Ruach, der Ruach, der Geist, der Wind, die Luft, die Bewegung, die immer auf und absteigt, die Botenwesen, das, was mit dem Begriff der Engel dann auch umschrieben wird, das, was halt verbindet, das Obere mit dem Unteren, den Himmel mit der Erde, was in jedem Menschen so aufgespannt ist. Und das wird eben unter anderem, das hat seine Grundlage unter anderem in diesem fünften Schöpfungstag, in dieser Schicht, also die damit beschrieben wird, die also noch genau eine Stufe vor diesem sechsten Tag ist, an dem dann der Mensch als solcher hier erscheint. Und wir haben auch schon mal angemerkt, irgendwo am Rande her, dass gerade am sechsten Tag dann erst unser wirkliches Bewusstsein seinen Platz hat, wie die ganze Paradiesgeschichte an diesem sechsten Tag angesiedelt ist, wie dieser Fall der Menschheit hinab in die Individualität, in die Materie und so weiter, erst an diesem sechsten Tag seine Wurzel hat, wie eben diese Augen geöffnet werden durch das Nehmen der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, durch dieses Gespräch und das verführt werden durch die Schlange. Da gehen also die Augen für diese Welt auf, für die Welt der Vielheit, die Augen der Vielheit, die zwei Augen, die Augen der Dualität gehen also auf, anstatt dem einen Auge, was sozusagen immer schon ist und alles, was ist, auf einen Blick sozusagen erfasst und erlebt. Und da, wo also diese Augen der Vielheit, dieses Bewusstsein in unserem heutigen Sinne aufgeht, entsteht, das ist der sechste Tag, das ist die sechste Schicht, könnte man auch sagen. Die sechste Schicht sozusagen auf Höhe unserer, grob gesagt, Stirn oder Augen, wenn wir das so auf den Körper jetzt projizieren wollen. Und dieses, was wir jetzt am fünften Tag beschreiben, ist dementsprechend noch diese kurze eine Stufe vorher oder eine Schicht darunter, unter dem wirklichen Wachbewusstsein, nennen wir es mal. Also Wachsein und Bewusstsein ist im Hebräischen diese Wurzel Ein Resh, die dann auch mit der Haut zu tun hat, die dem Menschen verliehen wird nach seinem Fall, also das Leder des Tieres, die Tierhaut, wie es meist übersetzt wird, das, was ihm gegeben wird für seine Blöße, für seine Nacktheit. Das ist auch die Wurzel Er, also Ein Resh, was zum Beispiel dann in sowas wie dem Naar, Joshua wird immer als der Naar von Mose bezeichnet. Und Naar, Jüngling übersetzt man es, oder Jünger trifft schon etwas besser. Aber es kommt eigentlich auch von diesem Erwecken, Erwachen, erweckt werden. Also der Naar ist der Erweckte. Joshua ist der, der von Mosche erweckt wird und dadurch überhaupt nur sein Jünger sein kann. Diesen Begriff könnte man sich auch dann aufs Neue Testament und diesen Jünger, dieses Wort Jünger beziehen, aber das an anderer Stelle vielleicht schon mal. Jedenfalls dieses Erwachen des Bewusstseins also ist etwas, was dann basiert oder was schon unter sich diese fünf ersten Schöpfungstage hat, als das, worauf es sich erst erheben kann, als dieser sechste Tag oder als das Geschehen an diesem sechsten Tag eben. Also in diesem fünften Tag kommt jetzt gerade dieses Aufgespanntsein des Seelischen, dieses vom Himmel bis zur Erde reichende Kontinuum, sagen wir mal, des Seelenlebens des Menschen mit dieser Bewegung, die halt gerade von der Ruach, von der Luft, also
getan wird, also diese Bewegung, der Geist ist es, der eben diese ganze Vermittlungsarbeit leistet zwischen oben und unten. Und da sagt man dann eben auch, da stehen also diese Vögel oder dieses Leben, was am fünften Tag in der oberen Sphäre in Richtung der Rakia oder sogar je nach Deutung oberhalb der Rakia, also quasi in den oberen Wassern geschaffen wird und dort erscheint, das ist die Neshama. Die Neshama ist in diesen oberen Wassern, in dem Himmel, in den himmlischen Bereichen anwesend und unten auf der Erde ist, oder auf der Erde unten in den unteren Wassern, also in den irdischen Wassern, in dem, was wir dann auch hier ganz handfest im äußeren Ausdruck als Wasser wiederfinden, ist dann das, was hier als Fische erscheint, oder als Wassertiere, als das Gewimmel der Wasser. Und das ist dann eben aufs Seelische des Menschen übertragen, dieses Nefesh-Seelische, dieses leiblich-Seelische. Und wenn wir jetzt eben nicht nur an diesen äußeren Bildern hängen bleiben, wo man auch sagen könnte, ja, das sind halt sehr naive oder meinetwegen dichterisch-poetische Beschreibungen für diese Aspekte im Menschen-Seelenleben, dass man den Vogel, dieses flüchtige Tier und dieses bewegliche, sich in die Lüfte emporschwingende Tier, dass man das für diese eher göttliche Seite der Seele hält oder ein schönes Bild dafür darin sieht. Und dann die Fische, die sich hier eben so wohl in dem Fluss der Zeit fühlen, in den Wassern der Zeit, in der Strömung, die einen mitreißt, dass dann eben diese eher sich dem körperlichen hingebende Seite des Lebens, des Seelenlebens des Menschen. Ja, ist alles richtig, aber man kann bei diesem Schöpfungsbericht auch noch sehr viel tiefer in die Sprache reingehen und findet erst, wie präzise diese Sachen wirklich beschrieben sind. Denn, wie schon gesagt, bei dem Vogel steht nicht das Wort Zippor, nicht das Wort für Vogel, wie es dann später meistens auch benutzt wird, so in anderen Schriften der Tore, sondern da steht dieses Of und dann der Of, Joofaf, der Flügel, der flügelerisch oder der flatterisch flattert. Also das ist dieses flatternde Moment, was halt auch so eine gewisse Qualität von seelischen Regungen ausmacht. Schon dieses, was mit dem Vogelbild assoziiert ist, dieses sich viel freier bewegen, in die Luft aufsteigen, sich im leeren Raum sozusagen frei in alle Richtungen bewegen können. Das ist schon diese etwas gehobenere Seite des Seelischen eben, die nicht so sehr von den Neigungen hinabgezogen wird, nicht so der Schwerkraft so ausgesetzt ist, nicht so den Strömungen des Wassers, wie die Fische zum Beispiel dann in dem biologischen Bild oder in dem irdischen Bild nicht so dieser Strömung ausgeliefert ist. Natürlich, es mag dann auch in der Luft noch Strömungen geben und bestimmte Wege, die scheinbar eher vorgegeben sind, die Flugrichtungen der Vögel und bestimmte Züge der Vögel, die dann in bestimmten Jahreszeiten irgendwo nach gen Süden ins Warme ziehen und sowas. Also auch diese höheren Aspekte des menschlichen Seelenlebens haben auch noch ihre Gesetzmäßigkeiten, sind nicht gänzlich frei, ohne jegliche Richtlinie, sagen wir mal. Aber es ist eben doch eine sehr viel freiere Art der Bewegung, der geistigen Bewegung. Und dagegen eben die Fische unten, die dann eben gar nicht als Fische bezeichnet werden, sondern als Sheretz Nefesh Chayor, also das Wimmeln. Es wimmelt das Leben der Seele, das seelische Leben. Also das Wimmeln steht da gerade im Vordergrund. An späterer Stelle, also dann, wo die Sachen, die in die Erscheinung gerufen werden durch das Gotteswort, wenn dann auch gesagt wird, und es erschienen, also und es wurden geschaffen, also diese ganzen Sachen. Aber Yivra steht dann da, also wirklich das Wort erschaffen, nachdem es, glaube ich, am ersten Tag das einzige Mal bisher aufgetreten ist in der Schrift und dann am fünften eben an dieser Stelle erst das zweite Mal. Und dort ist also die Aufzählung noch einmal und da taucht neben diesem Wort Sheretz auch das Wort Remes dann noch auf. Also ist noch ein anderes Wort für dieses Gekräusche, Gefläusche. Und das ist also schon ein ganz anderes Empfinden, was, sagen wir mal, so von der Wortwahl her damit schwingt. Während das Flatternde des Vogels eben so etwas Höherfrequentes und Luftigeres, Leichteres, Freieres irgendwie ausdrückt, ist dieses Gewimmel und Gerege und Gekräusche und Gefläusche zwar immer noch etwas Quirliges, schon auch etwas Bewegliches, wie eben alles
Seelische immer mit Bewegung zu tun hat. Das, was wir eben erleben als Seele, ist eben immer ausgesetzt dem Kontext hier in der Welt der Zeit, hat immer zumindest einen Bezug dazu. Selbst die Neshama hat ja diesen Bezug, weil sie hier mit hinabsteigt in diese zeitliche Welt, so sehr sie auch selbst aus dem Ewigen kommt und immer dort auch ihre Heimat bewahrt und sozusagen verankert bleibt in diesem himmlischen Ewigen, bei Gott bleiben. Aber alles, was mit Seele zu tun hat, sei es dann oben in dem leichteren Geflattere, sei es unten mit diesem Gekreusche und Gewimmel, hat immer was mit Regbarkeit, sich regen, Regsamkeit zu tun. Und gerade dieses Untere also ist ein etwas, ja, man könnte vielleicht sagen, so aufdringlicheres. Also auch das Gewürm zum Beispiel wird dann immer mit solchen Begriffen Scherez und Remes und sowas bezeichnet. Es taucht ja dann am sechsten Tag auch nochmal auf. Da kommen wir dann, so Gott will, an dieser Stelle zu. Aber jetzt erstmal, wo es um das Wasserleben geht, taucht überhaupt erstmal das Wort Chaya das erste Mal auf. Also, und auch das Wort Nefesh das erste Mal auf. Wir haben es ja schon gesagt, am dritten Tag, wo die Pflanzen entstehen, wird dann in der Überlieferung auch gesagt, das ist die Nefesh Matzmiach oder so ähnlich, also die mit Tzemach, mit der Wurzel für Wachsen charakterisierte Seele, also die wachsende Seele. Die Pflanzen eben schon wachsen, aber sich noch nicht von Ort und Stelle fortbewegen können. Aber dieses Quirlige, was dann wirklich das menschliche, seelische Erleben ermöglicht, sagen wir mal, also zumindest damit verknüpft ist, während die Pflanzenwelt in diesem Schöpfungsmythos eher so die Lebensgrundlage ist, eher so was wie die Kraft, aus der sich dann später alles auch sich bewegende Leben, also alles Seelische speist, so wie auch alle Tiere in der Natur sich letzten Endes irgendwie von Pflanzlichem ernähren und sogar die, die vielleicht relativ wenig Pflanzen sich einverleiben, falls es sowas gibt, die müssen zumindest noch irgendwie durch den Sauerstoff, den die Pflanzen überhaupt erst ermöglichen, also durch die atembare Luft, die sie erst produzieren, durch ihre Tätigkeit, das Sonnenlicht umzuwandeln und so weiter. Also, da mag jeder sich mal ein bisschen mit der Biologie befassen, der eine mehr, der andere weniger, jedem das Seine sozusagen, aber in allen diesen aufrichtig betriebenen Wissenschaften findet man immer auch diese tiefen Prinzipien wieder und kann von diesen auch auf das Geistige schließen. Denn die Natur ist nichts anderes als der Ausdruck des Geistes, die Verkörperung des Geistes eben, das Kleid des Geistes. Und damit lässt sich das Kleid Gottes. Aber kommen wir zurück zu diesem fünften Tag. Also die Nefesh, mit dem Wort Nefesh bezeichnet im Bibeltext selbst schon, ist also an diesem fünften Tag erst. Während am dritten Tag sie nur von der Überlieferung her schon eingeführt wird, aber da eben auch mit der Einschränkung, dass es noch eher nur diese Pflanzen wird, nur die wachsende Kraft, das was also als Urpotenzial für alles Seelische nötig ist, aber das was dann wirklich die menschliche Seelentätigkeit und Seelenbeweglichkeit ausmacht, das ist erst an diesem fünften Tag am Entstehen und wird eben und zeigt sich eben in diesem Aufgespanntwerden zwischen den oberen Wassern und den unteren Wassern, den symbolischen Vögeln im Himmel und den Fischen in den Meeren, in den irdischen Wassern und eben mit diesen Bewegungen des Flatterns oben und des sich Windens, sich Regens, Kreuchens und Fleuchens und Wimmelns unten in den Wassern dieser irdischen Zeit. So viel ist erstmal nur zu diesem allerersten Vers oder zu dieser Bezeichnung für die Vögel und die Fische. Was aber auch auffallend ist, das ist nämlich dann direkt der nächste Vers, wo halt dieses Schöpfen gesagt wird, also was dann nachdem Gott gesprochen hat, auch wirklich in die Erscheinung gerufen wird, wo der Vers anfängt mit Vayivra Elohim, da ist das Erste, was gesagt wird, Et Hatanninim Hagdolim. Und dann werden ungefähr, nicht ganz genau, aber ungefähr wieder alle Sachen aufgezählt, die in dem ersten Vers schon genannt waren. Aber diese Tanninim Hagdolim wurden halt davor noch nicht so direkt angesprochen. Und das wird dann meist einfach übersetzt als, und Gott schuf die großen Walfische oder manchmal und schuf die Seeungeheuer. Ich glaube, gerade Luther hat es dann zu Walfischen gemacht, aber in vielen Übersetzungen wird es dann schon als sowas wie Seeungeheuer
übersetzt. Und das ist dann ungefähr auch das, was so die bekannteren Midrashim im Judentum dazu noch näher ausführen. Da wird gesagt, diese Tanninim, das sind insbesondere der Behemoth und der Leviathan, also Wesenheiten oder mythische Wesen, die dann zum Beispiel im Hiob-Buch noch ein bisschen ausgeführt werden. Dort werden sie dann manchmal ich glaube, Krokodil und Nilpferd übersetzt. Der Leviathan angeblich ein Krokodil und der Behemoth angeblich ein Nilpferd. Aber sagen wir mal, die etwas tiefer gehenden, es wirklich ernster nehmenden Gedanken zu diesen Hiob-Ausführungen gegen Ende des Buchs Hiob, wo Gott selbst antwortet aus dem Wettersturm, dem Hiob, da weist er eben auf diese Ur Tiere der Schöpfung hin, eben auf den Leviathan, diese Macht, die er verkörpert, diese Kraft, und auf den Behemoth zum Leviathan haben wir schon manches gesagt, das Wesen, die Wasserschlange zum Beispiel manchmal genannt, auf der diese ganze Erde thront, sich stützt. Und Behemoth, ein anderes Wort dafür ist dann auch der Shor Habor, der Stier der Läuterung. Aber das würde jetzt vielleicht auch etwas zu weit führen. Was noch erwähnt werden soll, ist eine Deutung für dieses Wort Tanninim, was wirklich eben im Bibeltext steht an dieser Stelle. Was ich einmal gelesen habe bei jemandem, leider fällt mir der Name jetzt nicht ein, ich hätte es eigentlich nochmal nachschauen sollen. So serbo-kroatisch klingender Name. Ich habe nur mal einen Text von ihm zufällig im Internet gefunden. Das war auch, glaube ich, nur so eine Art Auszug aus seinem Buch von ihm. Der beruft sich auf jeden Fall auch auf Friedrich Weinreb. Wahrscheinlich bin ich über. Was mich besonders beeindruckt hat, ist die Deutung, dass Tanninim, also diese Ungeheuer oder großen Walfische, dass sie eigentlich auch ableitbar sind von der Wurzel Noten, Natan, geben. Also die Tanninim, und zwar die Gedolim, also die großen Tanninim, sind das, was gegeben wird. Die Begabungen, so übersetzt es dann. Und ich glaube wirklich, dass das den Kern der Sache sehr gut trifft. Also natürlich auch wieder, wir beziehen das alles ja hier sehr stark auf das menschliche Wesen, was sich eben ausdrückt in diesen Schichten dieser Schöpfungstage. Also jeder Schöpfungstag als so eine Schicht des menschlichen Wesens. Und gerade in dieser fünften Schicht, wo also die eigentliche seelische Struktur, das, was wir also als wahrnehmendes, empfindendes Wesen von uns selbst irgendwie erfahren können, mal bewusster, mal unbewusster. Diese Schicht des fünften Tages oder auch diese Sphira Hod, damit sehr eng zusammenhängt. Das ist also gerade auch der Platz, wo eben diese Tanninim, wo diese Begabungen, diese Tanninim Hagdolim, diese großen Begabungen dem Mensch verliehen sind. Jedem Menschen individuell, jeder hat seine eigenen Talente, Begabungen eben. Nichts, was auf der rein bewussten Ebene, die dann erst am sechsten Tag ihre Wurzel hat, nicht was allein auf dieser Ebene stattfindet oder seinen Platz hat, sondern da greift man auf etwas zurück, was eine Schicht schon tiefer liegt, tiefer begründet ist eben an diesem fünften Tag. Und eben wirklich mit diesem Aufgespanntsein zwischen Himmel und Erde zu tun hat. Und eben gerade, aber hier in dem unteren, in dem irdischen Ende, an dem irdischen Ende dieses Seelenkontinuums angesiedelt ist, dorthin geschaffen ist wirklich. Vayivra Elohim. Also das Wort Bara ist da wirklich das, was steht. Das Schöpfen, nicht einfach nur irgendwie das Machen, wie zum Beispiel bei der Rakia genannt wird. Die wird nicht extra geschöpft, sondern sie wird einfach Vayas Elohim et HaRakia. Und es machte Elohim, es fertigte Elohim diese Rakia. Während Bara bisher, also die Wurzel des wirklichen Schöpfens davor, nur ganz im allerersten Vers der Bibel überhaupt aufgetaucht ist, in diesem Bereshit Bara Elohim, et haShamayim ve et haOretz. Und nun also erst am fünften Tag kommt dieses Schöpfungs Potenzial, was sich in diesem Wort Bora ausdrückt, wieder in die Erscheinung. Man könnte vielleicht das dann auch so deuten, dass erst an diesem fünften Tag, an genau dieser Stelle, dieses Urpotenzial, was ja wie gesagt, die ersten zwei Verse der Bibel liegen eigentlich sogar noch in gewissem Sinne vor dem ersten Schöpfungstag, vor dem ersten Gotteswort jedenfalls.
Und erst an diesem fünften Tag, nach dem sechsten Schöpfungswort, kommt dann tatsächlich dieses Bara vom Urbeginn, vom Urprinzip, Bereshit, dem Reshit. Erst dann kommt es wieder hier in Erscheinung innerhalb dieser 7 Tage der Schöpfung, dieser 6 Tage des Schöpfungswerkes. Und das hat dann vielleicht auch etwas mit dem Namen dieser Sphira, dieser fünften Sphira zu tun, nämlich Hod. Hod haben wir in anderen Kontext schon mal was zu gesagt, in Bezug auf das Wort Yehidi, also Yehudi, der Jude oder Yehuda, der Name des Sohnes, des vierten Sohnes Jakob, dass eben Juda sich ableitet von dem Wort Hoda oder Hode, Mode auch, also dieses Danken, Loben, Preisen und so weiter. Und nun wird aber auch gesagt, dass es gerade was mit der Formwerdung zu tun hat. Und da wurde auch schon ein bisschen was zu gesagt, wie das in der Zeit des Omer-Zählens, also der 50 Tage, die gezählt werden, also von ungefähr Pessach, vom Tag der Erstlingsfrüchte bis Pfingsten, Schwort, da ist dann genau an der Grenze, wo die ersten 2 Drittel dieser 50 ins letzte eine Drittel der 50 Tage übergehen. Da ist der 33. Tag, der 33. Omer. Und da ist dann auch ein bestimmtes Fest im jüdischen Brauch, Lag Baomer. Da wird in gewissem Sinne eben der Übergang von der Zweiheit in den ersten 2 Dritteln in die Einheit, in das letzte eine Drittel gefeiert. Da hört dann auch das Sterben auf, insbesondere der Schüler des Akiva. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte, die an anderer Stelle vielleicht einmal erzählt werden darf. Jedenfalls hat es etwas auf sich mit dieser 33. Einerseits als die 2 Drittel, die erfüllt sind, auf dem Weg zu 50, zu diesem Durchbruch in den achten Tag, was wir alles auch schon in dieser Zahlensymbolik kennengelernt haben. Andererseits aber auch die 33 als der Wert von dem Wort Gal, auch da haben wir schon was zu gesagt, Gal im Sinne der fließenden Form, Galiläa, Hagalil, das ist auch von dieser Wurzel abgeleitet. Da erscheint der Messias, der Moschiach, und er ist dann eben das Göttliche, die Aleph, die Eins des Urbeginns, die in diese Form, in die Gal hineinsteigt und dann in der Mitte von diesem Gimel Lamed die Aleph ist. Und daraus wird dann das Wort Gaal oder Goel, der Erlöser. Aber die 33 ist eben mit dieser Gal assoziiert, es ist die Formwerdung. Und dieser 33. Omer eben ist dann auch noch dieser Punkt, wo von der Zweiheit der Übergang in die Einheit möglich ist. Man muss natürlich diese Schwelle überschreiten, um dann auch in diese Einheit hineinzugelangen. Und so, um den Bogen wieder zurückzufinden zu unserer Sphira Hod, es gibt den Brauch an diesem Omer-Zählen, dass man jede Woche der 7 Wochen einer der Sphirot zuordnet, eben bei Chesed anfängt, dann Gvira, dann Tiferet, dann Netzach, dann Hod in der 5. Woche, dann Yesod in der 6. und Malchut in der 7. Woche. Und jedes Mal innerhalb einer Woche dann auch wieder den ersten Tag als Chesed, Shebe, Chesed zum Beispiel, also der erste Tag des Omer-Zählens, der erste Tag der ersten Woche ist Chesed, Shebe, Chesed und so weiter. Der zweite Tag ist Gvira, Shebe, Chesed. Der dritte Tiferet, Shebe, Chesed. Und so geht es immer weiter und so kann man es ja selber sich jetzt nachzählen. Der genau 33. Tag ist dann Hod, Shebe, Hod. Also Hod, was in Hod ist. Diese fünfte Sphira, der fünfte Tag in der 5. Woche, die fünfte Sphira in der 5. Sphira. Der Dank, der im Dank liegt. Der Glanz, der im Glanz ist. Also sozusagen die Potenzierung jeweils des Genannten. In dem Fall des von Hod, von diesem Glanz, dieser Dankbarkeit. Und das ist eben eins der, sagen wir mal, Geheimnisse von Gal auch, von der fließenden Form, von dem, was uns hier erscheint, in dieser zeitlichen Welt. Wir haben auch schon gesagt, auch Welle, also die Bewegung, das Runde, was sich fortbewegt auf dem Wasser, ist auch die Gal, also das Wort Gal auf Hebräisch. Und das gerade ist eben die Formwerdung. Galut, auch das haben wir alles schon gesagt. Galut
ist das Exil, die Verbannung. Das ist eben die Formwerdung, in die wir geschickt werden. Und diese 33 hat etwas damit zu tun, diese Doppelwertigkeit wiederum einmal zu. Die ganze Zeit ist eben diese Formwerdung, diese 33 gegenüber dem, der Quelle, aus der diese Welle und alles Wasser, was diese Welle trägt, aus der es geschöpft ist, aus der es fließt. Und so hat also diese Sfirahod auch etwas überhaupt mit Form, Gestaltung, Formwerdung zu tun. Und da können wir vielleicht auch kurz auf den Unterschied hinweisen von Tiferet und Hod, weil diese beiden Begriffe dann auch in der deutschen Übersetzung für viele Ohren sicherlich ziemlich gleich oder ähnlich klingen. Tiferet sagt man Schönheit, manchmal aber auch Glanz, Pracht, Herrlichkeit, Harmonie. Und Hod sagt man auch sowas, Glanz, Pracht, Herrlichkeit. Also eigentlich könnte man sagen, ja, warum das eine das andere das? Kann man die jetzt vertauschen oder was? Nein, kann man natürlich nicht. Wir haben auch schon gesagt, die ersten drei Sphirot sind gerade das eher auf sich selbst bezogen, das Innerliche, die innere Konstitution der Schöpfung oder dann auf den Menschen bezogen des menschlichen Wesens, während dann die vierte, fünfte, sechste Sphirot, da das innerlich Konstituierte nun beginnen nach außen zu projizieren, nach außen zu tragen. Deswegen dann das Innerliche im Sinne des Urlichtes, was vom ersten Tag, was am vierten Tag in die vielen Lichter des Kosmos zersplittert ist und sich ausbreitet um uns als diese Himmelslichter, die hier sozusagen das Gesetz repräsentieren, was alles hier beherrscht auf Erden. Und dass gerade das Urlicht, das Innerliche ist, wird auch in der Formulierung deutlich, dass man sagt, dieses Urlicht ist heute für unsere Schöpfung, wie sie uns erscheint am siebten Tag, da ist dieses Urlicht im Innersten des Innersten verborgen, nämlich in dem Mark der Knochen, des Knochengerüstes der Wesen und insbesondere der Menschen. Und Knochen neben Etzem ist auch das Wort Atzmo, sich selbst. Also selbst und Knochen sind eigentlich dieselben Zeichen im Hebräischen. Also im Innersten dieses Selbstes, das Mark der Knochen, darin ist dieses Urlicht eingeschlossen, wie eben in diesen Schalen, in die es überall zersplittert ist und dann in diesen Schalen verborgen ist. Dieses Innere nun als die vielen Lichter zeigt sich dann am vierten Tag. Und nun sind wir aber am fünften Tag und dort ist es dann der zweite Tag, was das Innerliche angeht, was also da die Rakia war, diese Scheidung der Wasser, überhaupt die beherrschenden Begriffe an diesem zweiten Tag eben, die Rakia und die Maim, die Wasser. Und das, was dort also in obere Wasser und untere Wasser geschehen, gespalten worden ist, wo also diese Ur- oder diese fundamentale Spaltung ihren Ort hat, ihre Genese, dieser zweite Tag, das wird jetzt quasi nach außen auch erfüllt, indem oben und unten etwas erscheint. Man kann sagen, vorher war nur sozusagen das Potenzial gelegt worden, aber da war noch nichts. Es war mehr oder weniger formlose Wassermasse, wenn wir es jetzt in dem Bild des Wassers formulieren. Aber jetzt wird dieses Wasser eben erfüllt mit Bewegung, mit oben eben den Flügeln, also die oberen Wasser, letztlich der Luftraum dann im physischen. Und hier unten dann die wirklichen handfesten irdischen Wasser, die eben von den Fischen, von diesen Meereswesen, den regenden, sich regenden, kreuchenden, fleuchenden Wesen der Meere, der Wasser erfüllt werden. Also da wird das im Inneren sich konstituierende als Grundspaltung, die nötig ist, damit überhaupt diese Dauerhaftigkeit einer Schöpfung bestehen kann, damit die Reise angetreten werden kann, damit also überhaupt die Vielheit aus der Zweiheit sich, wenn sie die Zweiheit immer weiter sich aufspaltet, dass diese Vielheit überhaupt sein kann. Und dann einer der entscheidenden Ausdrücke dieser Vielheit ist dann eben das Gewimmel und dann das Geflatter im oberen Äquivalent, jedenfalls die Vielheit der sich bewegenden Wesen. Und das ist eben ganz handfest auch in der Natur sich manifestierender Ausdruck dessen, was im Menschenwesen das Seelische ist. Es wurde jetzt immer wieder nochmal wiederholt, dieser Bezug, aber es ist wirklich wichtig, das richtig nicht einfach nur formal sich gemerkt zu haben, sondern immer mehr das auch in sich zu spüren, dass die ganze Schöpfung im eigenen Wesen eigentlich aufgespannt ist. Und wenn man nach außen die Welt, also die Welt um sich herum betrachtet,
dass man da automatisch sich berührt fühlt im innersten Seelenwesen. Und wenn man Vögel sieht, dann, dass man weiß, dass es etwas damit zu tun hat, mit den Gedanken, die einem zuflattern, die an einem vorbeiflattern, die Wind einem zufächern mit ihren Flügelschlägen, die vielleicht etwas in einem auch mit ihren Flügeln beschützen und bewahren können, die Eier legen und sie ausbrüten können und so weiter. Aber auch es gibt reine und unreine Vögel und man muss überlegen, was man für Gedanken in seinem Kopf haben will und welche man einlädt und welche, wie man mit welchen umgeht und so weiter. Es soll jetzt hier nicht weiter ausgeführt werden. Jeder möge selber diese Bilder ernst nehmen und sie nicht einfach nur als bloße Poesie beiseite stellen. Ich glaube, Luther hat es einmal so schön formuliert. Ja, also in Bezug auf schlimme Gedanken und wie der Mensch damit umgehen soll. Er sagt, ja, man kann nichts dagegen tun, wenn einem einmal ein Vogel über den Kopf fliegt. Also in dem Sinne ein unreiner Vogel, ein böser Gedanke. Man kann aber wohl etwas dafür, wenn dieser unreine Vogel beginnt, sich in seinen Haaren ein Nest zu bauen und dort zu nisten. Also, um auch mal Luther, auch sein Andenken zum Segen hier zitiert zu haben. So bitte möge man umgehen mit diesen Bildern, die uns die Natur ganz handfest vor Augen stellt. Nachdem wir zu den meisten Tagen einen Begriff uns rausgesucht haben, der das häufigste Mal vorkommt, also im hebräischen Text, eine Wortwurzel, die am häufigsten vorkommt an dem jeweiligen Schöpfungstag, haben wir jetzt am fünften Tag so etwas nicht so unmittelbar. Dort gibt es verschiedene Wörter, die öfters vorkommen, aber zu viele, die ziemlich ungefähr gleich oft oder sogar genau gleich oft vorkommen. Also da sticht nichts so sehr heraus. Aber was mir dabei einfällt, dass, während wir zum vierten Tag gesagt haben, dass es eindeutig das Licht ist oder das Leuchtende, diese Wurzel Aleph Resh, am dritten Tag eindeutig das Zera, das Samentragende oder die Samen, die Saat, also die Sein Resh ein. Und nachdem es am zweiten Tag ganz eindeutig die beiden Begriffe Maim, Wasser und Rakia, die Feste, das Firmament waren, haben wir zum ersten Schöpfungstag das noch nicht gesagt gehabt. Aber da, wenn ich mich recht erinnere, ist es ziemlich eindeutig, sechsmal das Wort Elohim, also Elohim, Gott, was am häufigsten wirklich genannt wird, und dann am zweithäufigsten dicht gefolgt das Wort Licht. Or, also auch wieder Or, wie dann am vierten Tag, wobei am vierten Tag es eben in ganz unterschiedlichen Formen mal als Or wirklich, dann als Hameor, also als die Leuchte oder dergleichen, dann als Lehair, auf das es scheine oder leuchte, also als Verb dann, und die Meorot im Plural, die Lichter und so im Sinne der Himmelslichter. Und demgegenüber ist es am ersten Tag eben immer Or. Es ist dann mal mit dem Artikel davor, Haor, mal mit dem Lamet davor, Laor. Immer vom Wort her dieses Aleph, Waf, Resh. Es ist eben der erste Tag, wo noch das eine Urlicht ist, wovon die Rede handelt. Und am vierten Tag sind es die vielen Lichter, die zersplitterten Lichter. Und deswegen kommt es quasi folgerichtig dann auch in verschiedensten Formen vor, diese Wurzel. Ja, das nur sozusagen als Nachschub. Eigentlich zum ersten Tag. So zum fünften. Wie wir gesagt haben, das, was am vierten, den ersten Tag in der tieferen Ebene nun nach außen tragend sozusagen wieder hervorholt, so ist der fünfte Tag den zweiten Tag wieder hervorholend oder das vom zweiten Tag im Inneren sich als Grundlage schaffende, eben diese Spaltung in Ober- und Unterer Wasser, wird nun am fünften Tag auch ganz in der Erscheinung, in die Erscheinung gebracht, indem wirklich etwas erscheint in diesen oberen und unteren Wassern, also in diesem quasi noch leeren Hintergrund oder Rahmen des Geschehens. Und wie nun der zweite Tag gegenüber dem ersten Tag so ist wie Isaak gegenüber Abraham, also wie der Sohn gegenüber dem Vater, wie das Passive gegenüber dem aktiven Urimpuls, wie das Dauerhaftigkeit und Bestand verleihende Prinzip der Gewürra, der Strenge, der Gesetzmäßigkeit, des Gerichtes Din gegenüber der Chesed, der Gdullah, der Größe und Güte Gottes und Gnade, die einfach überfließend, überschäumend
gibt, über die Maßen hinaus sozusagen. Also wie diese Zweiheit zur Einheit steht, als der Sohn, der dem Vater überhaupt erst einmal Bestand gibt, weiter Bestand gibt, so wie halt auch im Physischen der Sohn die körperliche Fortführung der Ahnenreihe eben dem Vater ermöglicht. So ist nun bei vierter und fünfter Sphira, bei viertem und fünftem Tag, ein bisschen anders dieses Verhältnis. Da ist es nicht das Verhältnis vom Sohn zum Vater, von Yitzchok zu Avraham, sondern da ist es Aharon am fünften Tag zu Moshe am vierten Tag. Da ist es also Bruder zu Bruder. Und zwar konkret in der Funktion ist es der Bruder Aaron, der für Moshe den Verkünder macht, sozusagen. Der das, was Moshe selbst nicht kann, nicht zu können glaubt in der Geschichte, weil er keine gute Sprache hat, eine schwere Zunge, unbeschnittene Lippen oder wie es ausgedrückt wird. Das kann Aaron. Aaron kann gut reden und deswegen wird er Moshe zur Seite gestellt, um das, was Moshe als der Bote, dazu haben wir schon gesagt, als der Verkünder der Erlösung und als der ganz schnelle, nicht so klar zu fassende, eben wie diese Quecksilber, als das Metall auch so ganz schnell seine Form wandelt, das flüssig schon ist bei ganz niedrigen Temperaturen und wie der Hermes an diesem Tag, der Merkurius, der Götterbote mit seinen geflügelten Sandalen, auch viel zu schnell ist, nicht zu fassen ist. So ist eben diese ganze Netzach-Sphira, diese vierte Sphira, das, was eigentlich nicht zu fassen ist für uns. Genauso wie vielleicht auch dann die Himmelslichter im Sinne dessen, was als Gesetz hier alles regiert auf Erden, als Leben erscheinendes, was eben von diesen Sternen regiert wird, in seiner körperlichen Seite jedenfalls. All diese Dinge, die man sozusagen mit einer Art Astrologie rein theoretisch berechnen könnte, das ist einfach viel zu viel und viel zu wechselhaft, weil in jeder Sekunde sich die Sterne ja weiter bewegen und man kann es sozusagen nur immer noch genauer versuchen zu berechnen, aber man wird nie ein endgültig absolut genaues Ergebnis haben können. Man wird niemals alle Faktoren einbeziehen können, plus, was dann die Überlieferung im Judentum noch ausführt, die wahre Astrologie, wie sie die Hebräer, also die Jenseitigen, dem Worte nach, betreiben, die ist sowieso noch die sogenannten unsichtbaren Planeten mit einbeziehend, also die man überhaupt nicht am Himmel beobachten könnte, sondern die nur durch eine gewisse Seelenkraft oder Geisteskraft erfassbar sind für den wirklich Weisen, der ein Horoskop liest. Und letztlich ist selbst dann noch immer dieses Moment der freien Entscheidung des Israel in jedem Menschen, was eben über den Sternen steht, mit dabei, sodass einfach schlichtweg niemals dieses Gesetz des vierten Tages, der vierten Sphira, was eben diese Welt des fünften Tages beherrscht und bestimmt, wie sie sich gestaltet, das wird man niemals vollendet erfassen können, niemals klar berechnen können. Man wird Mose in diesem Sinne niemals als solchen selber begreifen können und erfassen können. Deswegen verstehen können. Deswegen wird ihm Aaron daneben gestellt, zur Seite gestellt. Und Aaron ist der, der alles umsetzt, was Moshe von Gott empfängt. Und so ist dieser fünfte Tag auch das, was alles umsetzt, was an diesem vierten Tag in dieser unüberschaubaren Vielheit der Lichter, der beherrschenden im Gesetze dieses Kosmos hier zu Erscheinungen des Lebens auf Erden führt und bestimmt den Gang der Dinge. Das können wir zwar nicht berechnen, aber wir können es erfahren, wir können es erleben, indem wir einfach unser Leben hier auf Erden führen mit den Wesen um uns herum, den Vögeln am Himmel, den Fischen im Wasser und das alles in uns selbst auch erleben. Da können wir diese an sich unberechenbaren Gesetze des Kosmos einfach ganz handfest erleben. Wir sind schließlich Teil von diesen Gesetzen. Wir sind sozusagen ein innerer Abschnitt in diesem ganzen ausgefalteten Gesetz. Und jeder ein kleiner Teil, so wie man auch sagt, jeder Mensch hat einen bestimmten Vers oder ein bestimmtes Zeichen in der ganzen schriftlichen Tora. Jeder hat seinen Vers, sein Zeichen und so ist alles in dieser Tora enthalten. Und man kann nicht alles überblicken als der Einzelne, aber seinen Teil hat man und den kann man nicht einfach nur erkennen oder verstehen, sondern man kann ihn wirklich erleben. Und das ist das eigentliche Geschenk und das Wunder. Und so ist eben auch Aaron nicht zu unterschätzen, wie es sicherlich
also mir zumindest von meiner christlichen Sozialisation her, so irgendwie anfangs oft ging, dass man, ja gut, Aaron ist halt nur der Nebendarsteller, nur der Bruder von Mose, dem viel wichtigeren bei der ganzen Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten. Aber eigentlich ist Aaron halt sehr, sehr wichtig, gerade für den Alltag und gerade für das wirklich Erfahrbare, Wahrnehmbare, denn er ist der, der den Opferdienst, also das Näherkommen, Korban von Korev, von Karav, sich nähern. Der ist der, der diesen Dienst, überhaupt den ganzen Avodah, die ganze Avodah, den ganzen Dienst an dem Ewigen, an Gott, für die Israeliten bestimmt, anordnet und darüber wacht, mit seinen Söhnen, den Priestern, das alles ausführt und eben diese Vermittlertätigkeit, eben als der Hohepriester zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen, das verwaltet er. In diesem Sinne ist er eben auch das, was sich in diesem Begriff Hod so gut ausdrückt. Einerseits Dankbarkeit, andererseits Glanz und Pracht und Lob dadurch sozusagen. Das Rühmen durch die Schönheit rühmt sich die Schöpfung selbst oder besser gesagt, sie rühmt ihren Schöpfer. Und so ist dieser Dienst, den die Priesterschaft anordnet, vollzieht und eben leistet, tut für die Menschen auch das, was sozusagen der Glanz, den Glanz des Ewigen verkündet und hier sichtbar werden lässt in der Welt. So ist auch die ganze Halacha, Haloche der Juden eigentlich nichts anderes als genau dieser Dienst, also das bis in den Alltag hineintragen, bis in die minutiösesten Details des körperlichen Lebens hineintragen, der ewigen geistigen Gesetze und Richtlinien, vielleicht besserer Ausdruck, und Weisungen des ewigen Vaters im Himmel, wie es uns in seiner heiligen schriftlichen Teure geschenkt hat, aber was so abgesondert, heilig eben, wie dieses Wort es eben besagt, ist, dass es nicht so einfach übertragen werden kann. Ja, so ist es dann, das bis im äußersten Ausdrücken von dem an sich unausdrückbaren ewigen Innerlichen, was sich gerade in dieser Sphira Hod, an diesem fünften Tag und eben mit Aaron als dem Hohepriester versinnbildlicht ausdrückt. Und dass das alles eben auch natürlich mit dieser Formwerdung der Gal, der Galut auch zu tun hat, sollte jetzt aus diesen Ausführungen einigermaßen klar geworden sein. Und so erscheint dann auch dieser Ausdruck vom ersten Vers der Bibel gerade an diesem fünften Tag wieder. Dieses Bora, das Schöpfen, also das, was von der 2 anfangen, von der Bet zu 200 bis in die große Vielheit führt, die Zweiheit bis auf der Ebene der Hunderte, dann aber am Ende die Aleph widersteht, die Einheit, so wie eben aller Priesterdienst all das nur tut, diese Vielheit der minutiösen Verhaltensweisen nur so genau regelt, damit eben all das die Einheit ermöglicht, diesen das eine verkörpert und sagt man auch, in der Halacha sind alle wirklichen Yehidim, Juden, wieder gleich. Sie haben verschiedenste Meinungen, verschiedenste Verständnisebenen von, also sei es im Sinne von verschiedenen Abspaltungen der Sekten, der verschiedenen Auslegungstraditionen, aber auch im Sinne von bei einer Tradition. Der eine versteht mehr, der andere weniger von den tieferen Dimensionen der Tora, der Auslegungen. Aber wo sie alle gleich sind, zumindest so dem Optimalfall nach oder dem Ideal nach, ist das, was sie tun. Sie tun einfach das, was eben diese Halacha ergibt. Und deswegen ist dann auch die Kapsel bei den Ahntefillin, bei den Gebetsriemen am linken Arm gegenüber dem Herzen, das, was für das Handeln steht, eine Kapsel, wo die Verse darin, also die Schriftrollen mit den Versen, in einer großen Kapsel sind. Dagegen das am Kopf, auf der Stirn, zwischen den Augen sozusagen, das ist in die 4 Kapseln gespalten. Da gibt es diese Vielheit und das ist auch richtig, so soll es sein. Man kann über die Dinge Verschiedenes denken, aber im Handeln ist dann die Einheit wieder da hergestellt und das ist zumindest dieses Ideal, was zu verkörpern angestrebt werden soll. Sache noch zum Bibeltext dieses fünften Tages, die vielleicht schon etwas früher angebracht gewesen wäre, aber jetzt leider erst mir einfällt, mir zufliegt, denn es geht um die Vögel oder um die
die fliegenden Wesen. Da wird öfter der Zusammenhang zu dem Begriff der Erde hergestellt, was, wenn man rein vom Bild des Vogels ausgeht, ein bisschen komisch erscheint. Schon bei der ersten Erwähnung wird eben das gesagt, was auch schon am Anfang zitiert wurde. Vogelheit, Fliege, sei am Fliegen auf der Erde oder oberhalb der Erde. Aber weil danach dann noch kommt, Alpenei Rakia Hashomaim, überliest man das leicht und denkt halt, ja, über der Erde, oberhalb der Erde, irgendwo halt in Richtung der Rakia, okay. Aber an späterer Stelle, wo es um die Vermehrung geht, dass sich diese Tiere vermehren sollen, da wird dann zu den Vögeln gesagt und der Vogel, also Ha'of, Ha'of Kanaf oder einfach nur Ha'of, Yirev Bo'oretz. Also er vermehre sich, Yirev Bo'oretz, also in der Erde wortwörtlich. Also da wirklich nicht Al-Ho'oretz, sondern Bo'oretz und überhaupt keine Rede vom Schumaim oder irgendwas. Gut, jetzt könnte man rein biologisch versuchen, es so, ja, das liegt halt daran, weil das Vermehren im ganz biologisch geschlechtlichen Sinne der Vogel eben auch nicht unbedingt im Himmel macht, sondern vielleicht etwas erdnäher sozusagen. Ja, schön und gut, aber immer noch nicht in der Erde. Also dieses ganz in der Erde sein, irdischere, ist mit dem biologischen Phänomen des Vogels erst einmal nicht so leicht zu vereinen. Aber wie das mit dem Hebräischen eben so ist, können wir ein bisschen in die Sprache tiefer reinschauen. Und da ist eben dieses B vor einem Wort, wie schon auch an anderer Stelle, bei der Barakia, beim vierten Tag gesagt, kann auch vermöge etwas, also wie Beispiel, wie Gott Israel aus Ägypten führt, Beyada Chazaka, Ovisroa, also mit der Chazak, mit der starken, kräftigen Hand und dem ausgestreckten Arm, dem gereckten oder ausgereckten, hochgereckten Arm. Da wird auch immer B als dieses mit übersetzt. Vermöge heißt es also, Vermöge der starken Hand und des ausgestreckten Armes führt die Israeliten aus Ägypten heraus. Und dieses Bett, also nicht einfach nur in, sondern auch eine Art Instrumentalpräfix, könnte man es linguistisch ausdrücken. So dass man hier so also sagen könnte, bei dem Vogelvermehrung, bei der Vogelvermehrung, Ha'of Yirev Bo'oretz, und der Vogel oder das eben dieses Flatterhafte, dieses Flatternde, sagen wir jetzt mal etwas vereinfacht gesagt, das Gedankliche, die Gedanken, die das, was eben durch dieses Bild des Vogels im seelisch-geistigen auch repräsentiert ist, das vermehre sich, das werde mehr oder das werde groß, könnte man auch sagen, in Richtung dieser Vielheit, Größe, Meisterhaftigkeit sollen oder werden oder sind am Werden diese flatternden Seelenregungen, sagen wir jetzt mal eben die Gedanken, aber bitte nicht in so einem blassen Sinne zu verstehen, wie die meisten heutigen Menschen wahrscheinlich ihre eigenen Gedanken empfinden. Wir reden hier nicht von den eigenen Gedanken. Das ist ja etwas, was erst am sechsten Tag überhaupt erlebt wird, mit dem Bewusstsein, sondern hier geht es um die Vögel des fünften Tages. Hier geht es um eine Schicht noch unterhalb der Bewusstheit, wo eben wirklich die Urbilder dieser Gedanken, eben noch tatsächlich lebendige Wesen, eben die lebendigen Wesen am Himmelsfirmament sind. Das sind die wahren Gedanken, die aktive Seite der Gedanken, die dann nur als passive Schattenbilder sozusagen, das ist, was wir sozusagen bewusst vermeintlich in unserem Kopf sehen oder denken, hören, wie auch immer wir es dann sinnlich umschreiben wollen. Also dieses Flatterhafte, diese wahren, lebendigen Gedankenwesenheiten, die werden rav, die werden mehr, viel, groß, Bo'oretz, hier im irdischen Vermöge des Irdischen, also gerade dadurch, dass sie hier Gestalt werden können, dass hier Gedanken zu Worten werden können, formuliert ausgesprochen werden können, zu Taten führen können,
Impulse setzen können, hier bis in die physische Welt hinein, Dinge anstoßen können, Entwicklungen anstoßen können, Handlungen erzwingen können oder zumindest dazu anleiten oder auch dazu verführen können. Also das, was Gedanken erst einmal im geistigen, im steril geistig abgeschlossenen Raum sind, ist zwar ein großes Potenzial, aber erst durch die Erde können sie sich sozusagen hier in die Schöpfung hinein vermehren und groß werden und sich wirklich bis ins Materielle hinein ausbreiten und verwirklichen. So könnte man es zum Beispiel übersetzen oder sagen wir deuten, dass eben die Vögel sich in der Erde vermehren mögen. Und Boorez, da können wir auch wieder den Bezug zum Erez, also zum, was schon an einem der vorherigen Monologe gesagt wurde, ziehen, dass auch als Wurzel von Arez oder Erez das Wort wollen oder laufen, also die Wurzel Rechzade oder also Rutz oder Raza gesehen werden kann, sodass dann Aniroce, ich will, also Orez, Aniroce, ich will. Dieses Ich will, dieser Eigenwille, der sich dann in dem verkörpert, was wir hier Erde nennen oder auch Land, also Erez, Orez. Und vermöge dessen, da haben wir also wieder den Bezug von dem, was sich hier verkörpert als irdisch, handfest, materielles und dem, was mit einem Ich will Impuls sozusagen ausgestattet ist und hier dadurch erscheinen kann. Denn nichts sonst könnte hier individuell erscheinen. Und da ist also dann dieses Medium mitgegeben, worin sich diese geistigen Wesenheiten, die wir dann als Gedanken hier schattenhaft auch erleben dürfen, wie sie hier überhaupt sich zur Geltung bringen können. Aber noch zum Abschluss vielleicht jetzt etwas sagen, das ist ja auch das erste Mal in dem ganzen, in der ganzen Bibel, im ganzen Schöpfungsbericht, dass gesegnet werden, das Segnen Gottes vorkommt. Und es wird gesagt, Vayvarech Elohim oder Vayvarech Otam Elohim, und es segnete sie, Elohim. Und er sprach, also, und er segnete sie, um zu sprechen. So, da ist nicht noch ein weiteres Gotteswort. Es wird nicht gesagt, Vayomer Elohim, sondern es wird eben gesagt, Vayvarech oder Vayvarech Otam Elohim Le'emor. Er segnete sie, es segnete sie der Ewige, oder es segnete sie Elohim, um zu sagen, Le'emor. Und dann kommt es erstmal dieses berühmt-berüchtigte Peru Urvu Umil U, kommt da noch. Also Peru Urvu, was wir am sechsten Tag dann noch einmal finden werden, ganz besonders dann auf den Menschen bezogen. Und so gewissermaßen als das allererste Gebot, was an den Menschen in der biblischen Reihenfolge sozusagen der Erzählung gerichtet ist. Das taucht schon vorher auf in Bezug auf das, was wir dann jetzt gesagt haben, seelische Innenleben dieses Menschen, was noch vor dieser Stufe des bewussten sechsten Tages Menschseins angesiedelt ist und in dem Sinne also auf die Tiere des Himmels und der Wasser bezogen ist. Das sind jetzt auch nur noch ein paar Andeutungen, Stichworte am Ende, wo wir jetzt nicht lange darauf eingehen können. Aber so haben wir jetzt den fünften Tag fürs Erste abgehakt, können wir in diesem ersten Durchgang durch die Schöpfungstage und kommen dann, so Gott will, beim nächsten Mal zum sechsten Tag. Und dann Baruch Hashem, Shalom Aleichem.